So, herzlich willkommen zum letzten Teil von dem heutigen Stream. Und ja, Anja Kammer ist hier. Möchtest du kurz zwei Worte über dich sagen? Was machst du so typischerweise? Was sind so Themen, die dich beschäftigen? Ja, also typischerweise bin ich in Software-Teams unterwegs, in Projekten von InnoQ, in denen ich praktisch Software entwickle. Also ich bin Backend-Developer, aber auch kümmere mich auch um Infrastruktur und kenne mich da sehr gut aus. Das funktioniert immer sehr gut und wird auch sehr gern gesehen in Teams. Genau, und ich fand halt den Titel von deinem Talk irgendwie bemerkenswert, und der ist, wie man keinen DevOps-Engineer einstellt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und das fand ich halt interessant, nicht? Also man will ja eigentlich DevOps-Engineers einstellen. Wieso sollte man keinen DevOps-Engineer einstellen? Das ist doch irgendwie ein ganz wichtiges und modernes Thema. Ja, es ist die Frage, was man unter DevOps-Engineer versteht, ne? Also ich habe das Gefühl, es wird darunter verstanden, eine Person, die sich eben mit Operations sehr gut auskennt, mit den aktuellen neuesten Tools. Das ist ein DevOps-Engineer. Aber eigentlich sollten wir uns alle mit den aktuellsten Tools auseinandersetzen und die Praktiken kennen und lernen, wie das alles funktioniert. Also wozu brauche ich dann einen einzelnen DevOps-Engineer? Es gibt aber auch Menschen oder Firmen, die DevOps-Engineer anders interpretieren. Und zwar, ich meine, stellen wir uns mal vor, es gab ja früher diese Full-Stack-Engineers. Gibt es immer noch. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Organisationen denken, so ein Full-Stack-Engineer ist jemand, der alles kann. Frontend, Backend, gleich deployen. Und man braucht irgendwie kein Team, sondern nur einen Full-Stack-Engineer. Und genauso habe ich das Gefühl, denken Sie, wäre jetzt der DevOps-Engineer genau dasselbe. Der entwickelt Software und diese Person liefert Software aus und das alles im Alleingang. Und ich glaube, das ist eine falsche Herangehensweise und darum geht es eigentlich in DevOps. Und deswegen ist der Begriff DevOps-Ingenieur und diese Rolle auch eigentlich eher toxisch, finde ich. Aber toxisch ist ja schon eine ziemlich krasse Aussage. Also das würde ja tatsächlich irgendwie bedeuten, dass man besser keine einstellt. Warum toxisch? Also du hast halt gesagt, naja, ich muss vielleicht als Architekt oder Softwareentwickler, Softwareentwicklerin irgendwie Plan haben davon, wie man Software deployt. Aber das muss mich ja jetzt noch nicht davon abhalten, dann tatsächlich eben jemanden einzustellen, der da halt ein Engineer ist. Das empfinde ich jetzt erstmal nicht als toxisch, oder? Ja, das stimmt. Das ist erstmal nicht toxisch, sich damit auseinanderzusetzen und zu wissen, wie man deployt. Toxisch ist dieses Alleingang. Also ich hatte gesagt, dass diese Person das im Alleingang tut. Diese Alleingänge, die sind toxisch. Weil es kann nicht sein, dass nur eine Person weiß, wie Software funktioniert, wie Software entwickelt und ausgeliefert wird. Das sollte alles ein Team machen, die sich alle so ein bisschen wenigstens damit auskennen oder alle wissen, wie sie Software auch ausrollen können. Allein um den Busfaktor ziemlich hochzuhalten. Also der Busfaktor, vielleicht ist es ein Begriff für viele, der Busfaktor heißt, wie viele Menschen müssen alle gleichzeitig bei einem Autounfall zum Beispiel ins Krankenhaus kommen, sodass Prozesse stillstehen. Und wenn eben nur eine Person weiß, wie eine Applikation deployed wird und gemanagt wird, dann ist der Busfaktor halt ziemlich niedrig. Das heißt, eine Person muss ausfallen, damit nichts mehr läuft in diesem Prozess. Und das ist nicht gut. Es sollte breit gefächert sein, dieses Wissen. Okay, das heißt also, wenn ich jemanden einstelle als Spezialist, der oder die dann irgendwie sich um das Deployment von meiner Software kümmert, dann habe ich immer an der Stelle ein Problem mit dem Busfaktor. Ja. Und das ist der Grund, warum es toxisch ist, oder gibt es da noch mehr Gründe? Nee, natürlich. Also DevOps generell ist ja auch eigentlich eine Kultur. Und viele denken, diese Kultur wäre einfach nur die Kommunikation zwischen Development und Operations, wenn das jetzt unterschiedliche Teams wären, dass sie halt gut miteinander kommunizieren. Das stimmt auf jeden Fall. Deswegen heißt es auch DevOps. Aber mitgedacht war eigentlich auch eine Kultur der generellen Kollaboration auch mit anderen Teams. Oder dass Teams auch cross-funktional sind. Dass der Operations Engineer und die Entwicklungspersonen, falls es solche Trennung gibt, auf jeden Fall in einem Team gemeinsam arbeiten oder eben sehr nah miteinander kollaborieren. Aber auch das Requirements Engineering, Sicherheitsfachpersonal, vielleicht sogar der Support, der sich um den Support der Software kümmert, auf Kunden, also für die Kunden. Die sollten alle in diesem Team, wenn sie nicht im Team sind, dann wenigstens nah bei dem Team sein und miteinander kommunizieren. Also die Kultur sagt mehr aus als nur Dev und Ops. Es sagt generell Kollaboration über alle möglichen Fachbereiche und Teams und Rollen. Und vor allem auch eine Kultur des ständigen Wissensaustauschs, des Lernens und vor allem Experimente zuzulassen. Das alles ist bei DevOps mitgedacht,
Das kam ja auch aus dem Lean-Movement zu uns. Also eigentlich ist DevOps nur so eine Weiterentwicklung aus dem Lean-Movement von aus den 90er Jahren. Dann das Agile Manifesto hat es auch sehr gut geprägt. Dann Continuous Delivery und Continuous Delivery, seitdem dieser Fachbegriff irgendwie im Raum schwebte, seit dann ist DevOps eigentlich auch da gewesen und hat aber alles davor auch mitgedacht. Hat sich aber nur speziell um die spezielle Problematik gekümmert, auch mitgekümmert, dass Dev und Operations da noch ein Problem mit der Kollaboration haben, wo alles andere schon funktioniert hat, eben durch Lean und Agile Manifesto. Gut, und okay, also das bedeutet halt, DevOps ist diese Kollaboration, was sich ja in dem Begriff, wie du ja richtig sagst, sehr stark ausprägt. Aber warum bedeutet das dann, dass es toxisch ist, einen DevOps-Engineer einzustellen? Na, wenn dieser DevOps-Ingenieur von sich aus sagt, ich bin eine Person, die alles alleine macht, dann ist das toxisch. Dann passt das nicht in eine DevOps-Kultur. Weil, ja. Gut, und Kultur, das heißt also, wenn ich jemanden einstelle, dann, also einen DevOps-Ingenieur einstelle, wäre halt eher neben der Qualifikation, der technischen Qualifikation dann eben relevant, dass diese Person auch das Wissen entsprechend überträgt und kollaboriert, und das ist so die Kernaussage sozusagen an der Stelle. Ja, genau, man könnte es zum Beispiel so machen, man stellt eine DevOps-Person oder eine DevOps-Fachpersonal ein, so Expertin oder Experte, die sich aber darum kümmert, dass alle Teams wissen, okay, wie funktioniert DevOps, wie funktioniert die Kultur, wie können wir unser Wissen miteinander austauschen. Das wäre sozusagen eine Person, die andere Teams schult und trainiert, wie diese Kultur funktioniert, wie die Prozesse funktionieren, die mit DevOps mitgekommen sind. Das wäre vollkommen okay. Aber wenn man DevOps-Ingenieur als einzelne Person, die entwickelt und deployed sieht und das sozusagen im Alleingang tut, dann wäre das toxisch. Wenn diese Person in einem Team gemeinsam das tut, dann wäre das vollkommen okay. Aber es gibt eigentlich nicht die Rolle DevOps-Ingenieur. Kein Buch, nichts, also eigentlich gibt es das nicht. Vielleicht DevOps-Enabler. Also als Enabled, so als Enablement, als Facilitator für andere Teams. Was aber denn eine, und das wäre dann eine Person, die primär so, sagen wir mal, organisatorisch bzw. wissenstransfermäßig unterwegs ist. Und wäre das das Einzige, was diese Person machen würde? Oder wäre das jetzt auch noch eine Person, die technisch da drin steckt? Weil das, was du jetzt beschrieben hast als Aufgaben, sind ja eher so ich finde Soft Skills irgendwie schlecht als Begriff, aber nicht diese Sachen, die halt irgendwie sozusagen auf organisatorischer Ebene arbeiten. Da ist jetzt irgendwie das ganze Technische irgendwie ein bisschen in den Hintergrund geraten. Ja, also es kommt natürlich darauf an, in welcher Organisation ich mich befinde. Wenn ich mich in so einem Startup befinde, dann kann diese Person natürlich auch technisch unterwegs sein, kann selbst auch Software entwickeln, aber auch eben als Facilitator auftreten. Es kommt immer darauf an, wie groß meine Organisation ist, wie viele Kapazitäten ich habe, wie viele Teams ich habe. Es nützt natürlich nicht, eine Enablement-Rolle zu schaffen, wenn es nur ein Team gibt, dann ist diese Person am besten Teil des Teams. Ja, es kann DevOps-Gruppen geben, also Teams geben, es kann eine Person geben. Es kann aber auch sein, dass man zum Beispiel SREs einstellt, also Site Reliability Engineers, die auf technischer Seite auch im Grunde ein Team dazu befähigen, Software auszuliefern, auch in dieser Art DevOps-Kultur, Measure Everything, schnelle Iterationen, kleine Auslieferungen. Und diese Site Reliability Engineers, die könnten eben auch die DevOps-Kultur vermitteln. Und dafür bräuchte dann kein DevOps-Engineer, weil es gibt ja schon Site Reliability Engineers. Könnte, wie gesagt, auch ein Team sein oder eine einzelne Person, je nachdem, wie groß die Organisationen sind. Okay, das heißt also, ich hätte halt entweder eine Organisation, die dort dieses Enablement macht, oder eben einzelne Personen. Nun, das bedeutet aber, du hast jetzt diesen Begriff Site Reliability Engineering eingebracht. Das weist ja darauf hin, dass du da etwas anderes drunter verstehst als unter einem DevOps-Engineer. Wie würdest du das denn unterscheiden? Also wann bin ich halt das eine und wann bin ich das andere? Also generell denke ich, dass es gar keinen DevOps-Engineer gibt. Das ist zum einen, also weil ich das Gefühl habe, das ist nicht die richtige Bezeichnung für eine Person, für eine Rolle, die es nicht gibt. Also diese Rolle gibt es nicht. Wenn es diese Rolle gibt, dann wäre es der SRE, der Site Reliability Engineer.
die Person kümmert sich darum, zum Beispiel, also es gibt andere Möglichkeiten, das ist beispielsweise eine Person, die in einem Team gemeinsam sitzt und mit diesem Team gemeinsam beispielsweise die Continuous Delivery Pipeline baut und gemeinsam Tools aufsetzt und gemeinsam mit dem Team entwickelt für Monitoring, Logging, alles, was man so unter Operations sieht, aber was vielleicht noch so ein bisschen Verständnis für den Code, der gerade entwickelt wird, hat. Denn Site Reliability Engineers sind eigentlich Softwareentwickler, die aber intern für das Tooling der Entwicklung arbeitet. Also sie arbeiten ein Tooling, die nur für die Entwicklungsteams gedacht sind, damit sie besser und schneller arbeiten können, damit sie eben nicht unbedingt Schritt für Schritt wissen müssen, wie ein Deployment funktioniert. Aber sie haben ein Tool, welches das tut. Oder sie haben eine Pipeline, die über Knopfdruck das möglich macht. Und diese Site Reliability Engineers würden diese Tools bauen, also zusammen mit diesen Teams. Und die Teams natürlich auch dann schulen, was ist die beste Art und Weise, ein Release durchzuführen, was ist der Unterschied zwischen Release und Deployment und so weiter. Genau, das könnte ein Enabling-Team sein, eine Enabling-Person oder eben eine Person innerhalb des Teams, je nach Organisationsstruktur. Okay, das heißt, ich habe also so als wichtigste Punkte ist jetzt bei mir angekommen, zum einen eher eine unterstützende Funktion, ja, und dann zum anderen eine Person, die halt zumindest im Prinzip noch coden kann, eigentlich auch codet, nicht? Also du sagtest ja, irgendwie unterstützt den Code irgendwie an der Stelle selber schreibt, im Gegensatz zu jemandem aus dem Betrieb, dem man das möglicherweise eben nicht mehr nicht unterstellt oder das irgendwie nicht sieht. Wobei, ja, weiß ich nicht, ist das eigentlich so? Also Leute im Betrieb schreiben ja auch irgendwie Skripte und das können die sicherlich besser als ich. Und da sind da ja vielleicht die Grenzen halt fließend an der Stelle. Auf jeden Fall, das sehe ich auch so fließend, ja. Okay, und wo genau siehst du jetzt die Beziehung zu Lean an der Stelle? Also du hattest ja gesagt, das ist etwas, was sozusagen auf Lean zurückgeht. Was ist Lean? Wo ist da die Beziehung an der Stelle? Also Lean, das Lean-Movement entstand ja aus diesem Toyota Produktionssystem, wo es eigentlich um Werkstücke ging, wie man sie leichtgewichtig produziert. Und aber Lean hat auch mitgedacht, dass die Kundenzufriedenheit und die Mitarbeitermotivation auch an erster Stelle steht, an sehr hoher Stelle steht. Da ging es darum, Fehler frühzeitig zu erkennen und diese frühzeitig auszumerzen, was im Endeffekt dann zu besserer Kundenzufriedenheit führt, aber auch dazu führt, dass Mitarbeiter sehr viel motivierter sind. Die Mitarbeiter haben mehr Eigenverantwortung. Es geht um Teamarbeit neben der Optimierung von Prozessen. Es ging aber auch darum, dass zum Beispiel das Führen von Teams eher ein Service ist und kein von oben herunter diktieren. Und das kommt uns doch alle sehr bekannt vor, wenn wir an das Agile Manifesto denken, wenn wir an eben diese DevOps-Kultur denken. Und genau das ist es. Also das Lean-Movement stand irgendwie schon am Anfang, was durch das Agile Manifesto, Continuous Delivery und DevOps dann weiterentwickelt wurde und vor allem auf die Softwareentwicklung gemünzt wurde. Das heißt, es ist eigentlich eine Entwicklung daraus. DevOps ist eine Entwicklung aus dem Lean-Movement und denkt alle diese Prozesse und diese Werkzeuge mit. Genau. Wir hatten jetzt beim Vorgespräch diskutiert über das Thema, also du hattest halt das noch den Begriff Team Topologies da sozusagen reingeworfen. Und es war jetzt, glaube ich, gerade gestern von dem Nick Thune, ich hatte auch schon eine Folge gemacht über den Nick Thune und seinen Ansatz über Domain-Driven Design. Da hat er irgendwie in einem Tweet gesagt, das sei halt aus seiner Sicht eins der wichtigen Werkzeuge. Ich glaube auch, dass das in der Folge vorkam. Der kommt jetzt irgendwie aus einer anderen Richtung, also eben aus dem Domain-Driven Design. Warum ist das jetzt auch für dich mit diesem Fokus oder mit diesem Thema, was du bei deinem Vortrag hast, mit den DevOps-Engineers und DevOps, warum ist das da auch relevant und was ist das überhaupt? Also die Personen, die dieses Buch Team Topologies geschrieben haben, das ist ein Buch, haben auch eine Webseite entwickelt, DevOps Topologies. Das ging mal gut viral, da ging es um Venn-Diagramme und wie Dev und Operations-Teams zusammenarbeiten oder gar nicht und ob es dann SRE-Teams in der Mitte gäbe und so weiter. Ich persönlich fand das ziemlich kritisch, weil da wurden viele Topologies genannt, also viele Teamkonstellationen genannt, die ich persönlich nicht so gut finde,
Aber als ich dann das Buch Team Topologies gelesen habe, ist mir aufgefallen, ah ja, okay, das sollte gar nicht als, okay, so macht man DevOps, also dargestellt werden. Es ging eher darum, was für Teamkonstellationen wären möglich und was für Vor- und Nachteile haben diese. Und nur weil ich beispielsweise unterschiedliche DevOps-Teams habe, sozusagen unterschiedliche, also zwei Silos habe, heißt es nicht, dass es erstmal schlecht ist für das Stadium, in der die Organisation sich befindet. Es ist nur ein Schritt in einer Entwicklung hin zu einer anderen Teamstruktur. Also ich kann das mal aufmalen, wie beispielsweise, als wir darüber geredet haben, wie wären SLE-Teams in diese Team-Topology mit drin, zum Beispiel, sagt auch das Team-Topologies-Team. Seht ihr das? Jetzt ja. Zum Beispiel, so ein SRE-Team oder so ein Operations-Team können natürlich unterschiedliche Funktionalitäten haben. Beispielsweise, wenn wir jetzt an Operations denken, denken wir ja an eine Plattform. Ne? Also irgendwie muss meine Software auf einer Plattform laufen. Also gibt es ein Plattform-Team. Wir denken an Conway's Law. Es gibt ein Plattform-Team und dann gibt es beispielsweise ein Team, was eine Komponente entwickelt. Und da, wenn wir jetzt an DDD denken, du hattest ja auch gesagt, da geht es auch um DDD in diesem Tweet, so ein Komponententeam kümmert sich natürlich nur um eine Subdomain oder um eine Domain. Sie sollte nicht mehrere große Domains bearbeiten. Ansonsten wäre eben diese kognitive Belastung, mehrere Domains zu bearbeiten, zu hoch. Aber da geht es ja um eben diesen Schnitt. Also gehen wir davon aus, wir haben einen guten Schnitt nach DDD gemacht und wir haben so ein Komponententeam, was so eine Subdomain oder eine Domain bearbeitet. Dann gäbe es natürlich auch andere Komponententeams, mit denen irgendwie nicht so viel geredet wird, weil es eben andere Subdomains sind, die müssen nicht miteinander reden. Aber auf jeden Fall braucht das Komponententeam eine Schnittstelle zum Plattformteam in irgendeiner Art und Weise. Und das wäre dann irgendein As-a-Service. Also sei es in einer API, sei es Continuous Delivery Tooling, sei es so eine Pipeline oder auch Bibliotheken, die eingebunden werden irgendwo. Das würde dann so ein Plattformteam geben oder bereitstellen als Service. Dieses Plattformteam könnte auch gemeinsam aus Operations Engineers und Site Reliability Engineers bestehen, wo die Site Reliability Engineers diese as a Service bauen und das Plattformteam kümmert sich eben um die Infrastruktur, die Hardware-Infrastruktur, die Cluster, das Virtualisieren. Und das SOE-Team könnte hier zum Beispiel hier diese Software nutzen, die Software bereitstellen. Es könnte aber auch sein, dass diese Software, dass dieses Site Reliability Engineer Team die Teams enabled und immer wieder hineingeht in die Teams und sagt, wir haben jetzt dieses Tool entwickelt, so nutzt ihr dieses Tool. Genau, das könnten SREs sein, also als Enabling Team. Und das, was ich gerade male, das ist in diesen Team-Topologies, wird diese Semantik genutzt, um eben diese Team-Topologies zu erklären. Das wäre halt ein Enabling-Team, ein Plattform-Team und Komponententeams. Es könnte natürlich aber auch Teams geben, mit denen man sehr nah beieinander arbeitet. Die würden sich dann so hier ausdrücken. Das wäre auch irgendwie irgendein Team. Und die würden auch miteinander kollaborieren. Aber wenn wir an Conway's Law denken, natürlich ist es gut, wenn diese Teams miteinander kollaborieren und miteinander kommunizieren, wenn sie beispielsweise eine Schnittstelle teilen oder das eine Team eine Schnittstelle an das andere gibt. Allerdings sollte diese Kollaboration wirklich sehr gering gehalten werden, weil wir wollen ja keinen Communication Overhead haben. Bei DevOps wird ja sehr oft gesagt, DevOps heißt sehr viel Kollaboration, sehr viel Kommunikation, aber das ist ja gar nicht gewollt. Wir wollen ja nicht zu viel Kommunikations-Overhead haben. Das heißt, diese Kollaboration zu anderen Teams sollte ziemlich gering gehalten werden. Normalerweise braucht man das auch nur in Anfangsphasen, wenn man Software gemeinsam entwickelt, sein neues Team entwickelt, sich eine neue Schnittstelle wird angeboten, dann schaut man, okay, wie wollt ihr gerne diese Schnittstelle haben? Und das wird am Anfang gemacht und später ist diese Kollaboration gar nicht mehr so tief, sodass man dann einen X-as-a-Service draus machen kann.
Das wäre zum Beispiel ein DDD, dieses Strategic Design nennt man das. Da gibt es auch so eine Art Semantik, da gibt es die Customer Supplier Semantik. Hier in diesem X as a Service wäre es zum Beispiel der Supplier, das Plattform-Team, das Komponententeam, dann der Consumer, die halt auch nicht so sehr viel miteinander kollaborieren, nur wenn es um diese Schnittstelle geht. Okay, und Team Topologies definiert jetzt diese grafische Notation und Patterns, die sozusagen empfehlenswert sind. Das ist die Ausrichtung, in die das da läuft. Mitunter. Es geht aber auch inhaltlich, wie Teams auch im DevOps-Kontext, auch in der DevOps-Kultur miteinander interagieren sollten und wann es zu viel Kommunikationsoverhead ist, wann man eine Organisation umstrukturieren sollte. Also das Umstrukturieren ist ja kein Problem. Viele sagen, okay, es gibt so ein Canvas, so ein Conway's Law. Meine Kommunikationsstruktur in der Organisation sollte sich auch abbilden auf meine Services, die ich da baue, aber was ist, wenn die Kommunikationsstruktur im Unternehmen falsch ist oder schlecht? Dann muss ich doch was ändern. Dann kann doch meine Software sich nicht an eine schlechte Struktur orientieren. Und dann kommt dieses Reverse oder Inverse Conway's Law oder Manöver zustande. Das wird auch in Team Topologies sehr tief behandelt, wo ich dann einfach die Organisationsstruktur ändern muss und zwar verbessern muss. Natürlich muss ich auch schauen, hat die Verbesserung wirklich eine Verbesserung gebracht? Und dann weiß ich, okay, wie organisiere ich meine Software-Teams, die dann natürlich auch eben ihre einzelnen Komponenten entwickeln. Ein Komponententeam entwickelt eine Komponente. Und wessen Aufgabe ist es dann, diese Restrukturierung zu machen? Ja, das sehe ich auf jeden Fall bei der Architektur, also bei den Architektenteams. Also wenn es eine große Organisation ist, dann gibt es wahrscheinlich Architekturteams oder zumindest solche Art Gilden oder Communities of Practice, die sich dann alle mit Architektur beschäftigen. Und diese Architekten, finde ich, und steht auch in dem Buch übrigens, sollten auch sich über die Besetzung der Teams Gedanken machen. Wenn neue Teams gebildet werden müssen, dann brauche ich auch eine bestimmtes Knowledge. Ich brauche bestimmte Voraussetzungen bei den Teams, die sich beispielsweise zu einer bestimmten Domain auskennen müssen. Wenn es zum Beispiel um IoT geht, muss ich natürlich auch Personen finden, die sich mit IoT beschäftigen können oder schon Erfahrung daran haben. Das könnten dann Architekten sein, die diese Person finden. Architekten können natürlich dann diese Teams aufbauen, umstrukturieren und managen, weil das Team hat ja auch, die Teamstruktur hat ja auch eine Auswirkung auf die Architektur, die dann am Ende entsteht. Genau. Und das Architekturteam, wenn es sowas gibt, wäre natürlich ein Enabling-Team, ne? Also ein Enablement von Teams. Es kann natürlich auch sein, wenn es eine kleine Organisation ist, dass in jedem Team noch ein Architekt mit drin steckt oder eine Architektin. Das ist natürlich sogar noch viel besser, wenn man ehrlich ist, oder? Du sagtest jetzt ganz am Anfang, als du angefangen hast, über Team Topologies zu sprechen, hast du, glaube ich, gesagt, es gibt die Organisation kann in einem unterschiedlichen Stadium sein und dass man sich dort sozusagen fortentwickelt. Heißt das, es gibt irgendwie ein Ziel, die perfekte Organisation, die halt irgendwie da ist und auf die ich mich halt dann hin entwickle, oder was ist da die Idee? Ich möchte nicht unbedingt sagen, dass es ein Ziel gibt, wo jetzt jeder hinarbeiten muss, sondern es geht um die Organisation. Wie sieht die Organisation aus? Und wenn ich diese Organisation umstrukturiert habe, weil ich Fehler erkannt habe, und ich messe danach, wie funktioniert es jetzt? Ist die Kommunikation jetzt besser? Gibt es weniger Meetings? Sind die Meetings schneller? Sind die effizienter? Wenn ich merke, das funktioniert, dann ist es ja vollkommen okay, wo ich gerade stehe. Es gibt keine Silver Bullet, die für alle Organisationen funktioniert. Aber man kann mit Hilfe dieser Kultur, dieser DevOps-Kultur, mit Team Topologies, kann man sich überlegen, wie könnten wir uns weiterentwickeln? Was könnte uns vielleicht helfen? Lasst uns mal etwas ausprobieren. Weil auch eine der Kernthemen DevOps ist ja Experimente starten. Erstmal experimentieren, schauen, ob es funktioniert. Und wenn es funktioniert, da bleiben. Und wenn man sieht, es gibt doch noch ein paar Schmerzpunkte, dann sich wieder weiterentwickeln. Das ist agil und das ist auf jeden Fall auch DevOps. Was also bedeutet, dass es eben am Ende dann nicht den einen Endzustand gibt, sondern man sich eben in so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess an der Stelle eher befindet. Genau, die zur Organisation passt. Genau.
Wenn wir nochmal auf die Grafik raufgucken, das heißt also, du sagst jetzt, es gibt irgendwie verschiedene, das sagst du eigentlich auch, es gibt verschiedene Teambeziehungen, also es gibt irgendwie Teams, die miteinander zum Beispiel über Schnittstellen sprechen. Dann gibt es diese Enabling-Teams, das scheint sowas zu sein, wo ich denn, ist da der definierende Faktor, dass man Teammitglieder austauscht in andere Teams oder was ist da der wesentliche Punkt? Ich verstehe, was du meinst. Das heißt, das Enabling-Team geht kurzfristig in diese Komponententeams hinein. Genau, das hattest du ja gesagt, dass, und jetzt ist ja irgendwie die Frage, ob das sozusagen die zentrale Eigenschaft von diesen Teams ist. Würde ich nicht sagen, dass die zentrale Eigenschaft ist, aber es ist natürlich denkbar, dass kurzfristig diese Person aus diesem Enabling-Team an dem Komponententeam Meetings teilnimmt und sie coacht. Und wenn sie merkt, okay, die Prozesse stimmen so, wie ich sie haben wollte oder wie wir es besprochen haben, dann kann diese Person sich wieder rausziehen. Es sollte aber nicht so wie hier in dieser Schnittstelle, es sollte nicht wirklich kontinuierlich so sein, dass eine Person aus Okay. einem anderen Team da drin ist, sondern es soll wirklich nur eine Schulenrolle haben. Denn das Wichtigste ist, dass diese Komponententeams selbstständig und autonom handeln, dass es auch DevOps, dass Komponenten, also dass Teams selbstständig und autonom handeln können. Sie können sich natürlich Hilfe nehmen von diesen Enabling-Teams, sie können sich Services nehmen von Plattform-Teams oder anderen Teams, aber sie sollten autonom handeln können, denn sie sollten von Entwicklung bis zur Auslieferung und auch Monitoring, Maintenance, sollten sie alles berücksichtigen, alles machen können. Sie müssten die Tools zur Verfügung gestellt bekommen und die Hilfe zur Verfügung gestellt bekommen. Sie dürfen nicht abhängig wirklich doll sein von anderen Teams. Und jetzt also natürlich unabhängig von den Tools, die sie zur Verfügung gestellt bekommen, die natürlich da eine Abhängigkeit hervorrufen. Aber ja, also die Autonomie ist da sehr wichtig für die Teams. Das heißt also, die Komponententeams wären die, die autonom irgendetwas tatsächlich erstellen, was sozusagen Businesswert generiert. Die Enabling-Teams helfen dabei, möglicherweise durch den Austausch von Personen, aber nicht unbedingt. Und also vielleicht an der Stelle eine dumme Frage. Wenn ich jetzt ein Plattform-Team habe, das unterstützt ja eigentlich auch. Also warum nenne ich das Plattform-Team Plattform-Team und was ist da der Kernunterschied hin zu einem Enabling-Team? Dass das Plattform-Team, zum Beispiel in dieser Grafik, wenn es mehrere Komponententeams gibt, das Plattform-Team stellt Tools bereit, die natürlich den anderen Teams zur Verfügung stehen und natürlich auch gemeinsam entwickelt werden. Also die anderen Teams sagen, was wir brauchen, das Plattform-Team überlegt, okay, was können wir liefern. Aber diese ständige Kollaboration soll da gar nicht existieren. Das würde wieder zu viel Kommunikation führen. Wenn ich für jedes Deployment das Plattform-Team ansprechen würde, beispielsweise, wäre das eine schlechte Idee. Deswegen diese Software as a Service. Dieses Team sollte irgendwie schon zwar ansprechbar sein, aber es sollte eher nur dazu dienen, um diese Tools bereitzustellen. Wobei diese Enabling-Teams immer ansprechbar sind, immer helfen können. Also immer ansprechbar ist natürlich, aber ansprechbar sind. Okay, das heißt also, das Plattform-Team baut sozusagen tatsächlich ein Stück Software, während die Enabling-Teams das eben gerade nicht tun. Und da ist dann an der Stelle ein Unterschied. Und also du hattest das ja auch gesagt, das ist relativ weitgehend. Also bedeutet halt sogar eben auch, dass Architektur an der Stelle ein Enabling-Team wäre. Sein könnte, ja. Genau, ja, genau, guter Punkt. Du hattest jetzt noch gesagt, ist Customer Supplier denn etwas, was in Team Topologies drinsteht als Pattern? Das ist ja eigentlich ein Domain-Driven Design Pattern. Du hattest es Ja, jetzt kurz genau. angesprochen. Ja, also ich habe das jetzt im Selbstständigen geschrieben. Team Topologies könnten einen erinnern an dieses Strategic Design, Customer Supplier. Konformes und was da alles Ja, gibt, genau, ne? Conformis und so weiter. Das hat mich nur daran erinnert. Dieses Ah, okay. Service-Schnittstelle hat mich nur daran erinnert. Ah, dann ist eben das Komponententeam Customer und Plattform Supplier. Das hat mich daran erinnert. Deswegen habe ich das dazu geschrieben, einfach weil auch in diesem Tweet gesagt wurde, ja, Strategic Domain Driven Design und Team Topologies wären in der heutigen Ausübung von DevOps sehr wichtig. Ja, da gibt es auch Überschneidungen. Ja, genau. Also nicht, also das erinnert sehr stark, das würde ich halt irgendwie auch so sehen. Es war jetzt, für mich war jetzt die Frage, ob es sozusagen tatsächlich dasselbe ist und ob sich die sozusagen der Teile irgendwie rausgeliehen haben, sozusagen. Gut, wir kommen so langsam zum Ende.
des Zeitslots. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendetwas, was du sagen wollen würdest, was du noch nicht losgeworden bist? Also außer der Hinweis halt auf den Talk. Wir müssen auch noch ein paar Sachen verlinken. Du hattest halt das Team Topologies Buch genannt und dieses DevOps Topologies. Gibt es noch irgendwas anderes, worauf du hinweisen wollen würdest? Generell, weil es um DevOps geht, ich kann mal eine Buchempfehlung rausgeben. Also dieses Buch, DevOps Handbook oder auch DevOps Handbuch auf Deutsch, es gibt es auf Deutsch und Englisch, ist ein sehr dickes, aber sehr umfangreiches Buch über, wo kommt DevOps her? Welche Praktiken gab es und welche Praktiken gibt es und wie sieht es heutzutage mit den Praktiken aus? Es gibt auch sehr viele Case Studies, in denen man nachlesen kann, okay, wir haben andere Unternehmen das gelöst, auch große Unternehmen haben das gelöst. Dann ja, worüber wir geredet haben, eben dieses Team Topologies Buch. Da gibt es auch sehr viele Case Studies. Okay, wenn meine Organisation irgendwie behäbig ist und so weiter, wie kann ich meine Struktur verändern, dass es schneller wird? Da gibt es auch sehr viele Case Studies drin. Das Accelerate-Buch muss ich jetzt nicht erwähnen, das kennt jeder. Das würde ich auch eigentlich empfehlen, wer sich für dieses Thema interessiert. Und man merkt, wenn man diese, genau, und man merkt, wenn man diese, zum Beispiel diese drei Bücher gelesen hat, merkt man, okay, es hängt alles miteinander zusammen und alle reden über dasselbe. Nur kümmern sich unterschiedliche Bücher halt um unterschiedliche Aspekte. Aber ich denke, wir kommen irgendwie in einen Bereich, in eine Darstellung oder in eine Wahrnehmung von Softwareentwicklung, die langsam sich gut entwickelt und irgendwie dieselbe Richtung entwickelt. Das finde ich sehr gut, dass viele Bücher und sehr viele Menschen irgendwie dieselben Lösungen oder viele ähnliche Lösungen finden für dieselben Probleme. Also wir haben irgendwie in der Softwareentwicklung alle irgendwie ähnliche Probleme und klar kommen wir irgendwann auf dieselben Lösungen. Und das ist das, was heutzutage passiert. Das heißt, wir reden alle irgendwie immer über dasselbe, über Kultur und über Lernen und Experimente. Genau, und das ist, glaube ich, auch eine sozusagen gute Zusammenfassung der ganzen Geschichte. Und wer mehr erfahren will, dann gerne bei deinem Vortrag. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die interessante Diskussion und die vielen interessanten Einblicke. Ich danke dir. Und genau, hoffentlich, also wir sehen uns, glaube ich, sicher beim Technology Day, aber ich hoffe auch ansonsten, dass wir viele noch dort wiedersehen.